Hallo, mein Name ist Dorothee Schneider und ich zeige euch jetzt mal, was mir Spaß macht, wenn ich nicht auf dem Pferd sitze und Zeit dafür habe. Hallo, hallo! Wir sind zu Gast bei Dorothee Schneider. Und nein, sie wohnt nicht hier in diesem schicken Modeladen. Da geht Doro manchmal hin, wenn sie was shoppt für ganz besondere Anlässe. Und genau dabei erwischen wir sie jetzt und gucken mal rein. Hallo! Hey, was machst du denn hier? Jetzt habe ich euch aber erwischt. Hallo Jo. Gar nicht so leicht, uns zu finden. Ja, aber ich habe ja meine Spione. Das ist ja auch selten, dass ihr hier seid. Ganz selten. Es soll auch immer ein Geheimnis bleiben, weil es ist ja immer für einen tollen Anlass. Und da darf nichts vorher nach draußen bringen. Selbst ich darf erst kurz vorher kommen, um zu sehen, was es geworden ist. Sehr schön, wenn die Wundertüte aufgemacht wird. So da sind wir jetzt dabei. Wo ist sie denn? Wow. Hey Kim! Ohoho, holla Doro! Ja, meine Herren, das ist anders als wirklich so mit Frack und Zylinder und Reitstiefeln. Hallo Roberto! Grüß dich, hallo! Vielen Dank, dass wir hier heute vorbeischneien durften. Du warst ja eingeweiht, die anderen zwei nicht. Ist mir eine Ehre natürlich. Ja, also holla, jetzt muss ich mich erst mal setzen. Das ist ja der Hammer. Doro, in hochhackigen statt in Reitstiefeln. Okay, unter uns, was ist dir lieber? Hast du das wirklich gefragt? Okay, alles klar. Also ich denke die Stiefel. Der flache Schuh. Ne? Echt, sieht cool aus. Ja, und mal etwas Absatz unter einem schönen Kleid. Das macht auch mal Spaß. Es war vielleicht ein bisschen anstrengend manchmal, aber ja, ich trage sie gerne. Ja, es gibt ja immer wieder tolle Events, wie zum Beispiel in Aachen die Media Night oder in Fritzens der abendliche Empfang oder ja, einfach ein Ball des Sports zum Beispiel. Das macht einfach Spaß und ich habe da Freude dran. Habe einen jemanden gefunden, der mich toll ausstatten kann. Wo wir den Fachmann hier haben, Roberto? Was passt zu ihr, was vielleicht lieber nicht? Was gefällt dir gerade an dem Outfit besonders gut? Ja, also ich denke, Doro selbst hat natürlich ein super Körpergefühl, ganz klar. Sportgebunden ist es schon die Voraussetzung bei ihr. Und man kann natürlich sehr viel mit ihr machen, weil sie offen für Experimente ist. Sie kauft niemals einen Standard. Es muss immer was Besonderes sein und der Prozess macht ihr Spaß. Ist sie denn eine schwierige Kundin? Es gibt ja solche, da wird man wahrscheinlich nie fertig und dann gibt es auch wieder welche, da passt's. Nee, das kann ich so nicht sagen. Schwierig nicht. Sie hat ihre Wünsche und ihre Voraussetzungen und ich denke, dass ich das recht gut immer voraussetzend erfüllen kann. Also und Roberto hat eine Fähigkeit. Doro kommt ja immer so eine Woche vor dem Anlass. Ja, das muss man wirklich dazu sagen. Es geht immer um ein 2 bis maximal 5 Tagesprojekt, wo wir sonst in unserer Branche von 3 bis 6 Monaten reden. Ne? Sehr gut, so soll das sein. Doro, jetzt hast du ja wirklich mega schicke, aber auch außergewöhnliche Ärmel zum Beispiel. Gibt es sonst noch was, was für dich ein Tabu ist beim Kleid oder was mega wichtig ist? Oder gibt es Farben, die du liebst vielleicht? An den falschen Stellen zu transparent. Das mag ich nicht. Ja. Und zu viel Schulter zeigen. Also ich bin kein Mensch, der gerne eine Corsage trägt. Du bist ja ein total bekennender Overknee-Fan, wie wir alle, glaube ich, wissen von dir. Das ist nun was ganz anderes. Aber auch solche Schuhe müssen ja bequem sein. Sind die bequem? Die sind bequem, weil der Absatz nicht ganz dünn ist unten, sondern eine ein bisschen breitere Auflagefläche hat, brauche ich auch. Auf den ganz hohen Pfennigabsätzen kann ich ehrlich gesagt gar nicht laufen. Und so beim Anziehen, ich meine, das ist ja manchmal ganz schön pfiffig. So mit Knöpfchen und Reißverschlüsseln. Jetzt macht das hier sehr elegant Roberto. Machst du das denn? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da weniger geübt natürlich. Das wollen wir hoffen, ne? Oder? Und die zweite Geschichte ist, je filigraner Roberto das gestaltet hat und je schlechter die Beleuchtung und dann mit Brille, dann führt es durchaus zu Stresssituationen zu Hause. Doro, also ich muss zugeben, ich finde dich mega in diesem Outfit, aber ich finde dich mindestens genauso mega auf dem Pferd, wenn du da wie angesogen im Sattel sitzt, das finde ich genauso herrlich.
Also, Doro, Jobs, vielen Dank, dass wir euch hier mal ein bisschen besuchen und über die Schulter gucken dürfen. Das war toll. Ich würde sagen, darauf trinken wir ein. Also, das war ungeheuer spannend. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Jobst, du bist ja nun wirklich immer, immer, immer an der Seite von Doro, wenn man Doro auf dem Turnier sieht, auf dem Championat sieht. Wenn ich jetzt mal zurückblicke, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, diese kleine Anekdote, Fasching ist schuld, oder? Ja, Fasching ist schuld, da haben wir uns kennengelernt. Okay, jetzt, ich meine, dann hat jeder eine Pappnase auf und dann kommt die Verkleidung ab und dann so, oh, war doch nicht so toll, oder wie stelle ich es mir unbedingt vor? Also du siehst ja, wir halten das schon relativ lange miteinander aus, also es war die Überraschung nach Abnehmen der Pappnase war nicht so groß, sondern eher positiv. Du sagst immer wieder, Jobst hält mir den Rücken frei. Was alles macht er, ist er für dich? Er ist einfach ein Mentaltrainer für mich. Also ich kann mit ihm über alles sprechen. Wir können alles ausdiskutieren, auch wenn wir manchmal nicht einer Meinung sind. Es ist in dem Betrieb zu Hause auf St. Stephan so, dass er unheimlich viele Dinge mir abnimmt, die einfach gemacht werden müssen, geplant werden müssen, auch die Turniernennungen, diese Sachen. Außer zuschauen kann ich fast alles. Da wollte ich noch drauf kommen, geht das immer noch nicht? Nein. Also als erstes stelle ich mir eine Stoppuhr, dass ich weiß, wann ungefähr Schluss ist, dass ich wieder da bin. Oder er guckt von Weitem auf die Tafel. Oder ich gucke von Weitem auf die Tafel. Ich sehe schon an ihrem Schlussgruß, da versuche ich meistens wieder da zu sein. Da sehe ich dann schon, wie die Prüfung war. Ich meine, ihr seid verheiratet seit 2010. Jetzt nehmen wir den kleinen Schlenker, müssen wir uns gönnen. Ihr habt ja nicht normal geheiratet. Jobst, wo habt ihr geheiratet? Wir haben auf Mauritius geheiratet und eigentlich nur, weil wir einen, ja, wie soll ich sagen, einen Wedding Planner hatten, der es nicht mehr mit ansehen konnte. Wir selbst haben das nicht auf die Reihe gekriegt, also nicht das Heiraten, aber das zu organisieren und zu machen und zu tun. Und Gabi Kippert hat gesagt, ich gucke mir das jetzt nicht mehr länger an. Wir fahren nach Mauritius und da wird geheiratet. Und dann hat sie einen Termin gemacht und die hat das wirklich, es war so toll, also am Strand, wie man sich jetzt, wie im besten Film. Traumschiff, wie Traumschiff. Ja, genau. Und dann mit Feuerwerk und langem Kleid und also es war wirklich eine tolle Hochzeit. Und es war schon eine Traumhochzeit, ja, ne? Ja, das war wirklich eine Traumhochzeit. Was genau macht Doro als Mensch aus? Doro ist ein Mensch, der, sag ich mal, hoch emotional ist, das vielleicht aber nach außen nicht immer so zeigt. Und was ich an ihr bewundere, ist die Konzentration und den Fokus auf das, was wirklich wichtig ist, gepaart auch mit einer gewissen Coolness, zum Beispiel in der Prüfung. Bei Doro ist es, glaube ich, wirklich so, ob du jetzt London Olympia einreitest oder Rio oder Tokio oder wo auch immer, du bist dann voll im Tunnel. Drei Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften mit vier verschiedenen Pferden. Was ist so das erste Gefühl, wenn du deine Erfolge so an dir vorüberziehen lässt? Ich freue mich einfach, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Weil ich glaube, einen relativ langen Anlauf hatte und dass ich es doch geschafft habe, über die Jahre diese Pferde selber auszubilden und dann auch für Deutschland im Team zu sein, auf dem Championat zu reiten und auch noch Medaillen mit gewinnen zu dürfen und diese Medaillen mit gemacht zu haben oder gewonnen zu haben. Es ist ein grandioses Gefühl, macht mich sehr, sehr stolz und aber auch ganz stolz auf die Vierbeiner, die mit mir den Weg gegangen sind. Und das ist das, was ich möchte immer betonen, dass mir das Miteinander so wichtig ist und auch im Nachhinein, nach diesen Erfolgen, bin ich so stolz auf die Pferde. Jobst, ich brauche nicht fragen, ob du stolz auf deine Frau bist, weil da bin ich mir ganz sicher, dass du das bist. Ist es aber vielleicht auch manchmal so, ich meine, Doro ist Vollblutsportlerin. Wir haben gerade das Leuchten in ihren Augen gesehen. Ist es da manchmal vielleicht sogar schwer, an der Seite als Mann seinen Platz zu finden? Also Doro macht mir das da eigentlich sehr leicht. An der Stelle. Das ist aber ein schönes Kompliment. Ne? Klingt so wie ein Halbsatz, aber. Ja, weil ich habe ja nicht das Gefühl, ich gehe einen Schritt hinter ihr oder sowas, so wie das bei Queen und Prinzgemahl ist oder so. Sondern das findet ja eigentlich alles auf Augenhöhe statt. Natürlich ist der Moment einer Medaille oder wie auch immer, das ist ihr Moment und das soll ihr Moment auch bleiben. Das ist vollkommen klar.
aber das ist für mich überhaupt nicht schwer. Überhaupt nicht. Und dieser Moment, wie du ihn so schön nennst, wird aber danach ja wahrscheinlich auch einfach noch mal still zu zweit Revue passieren lassen. Ist das so, dass ihr dann noch mal euch so runterfahrt nach so einem Championat und sagt, jetzt genießen wir das einmal noch mal zu zweit? Ja, also eigentlich, wir machen das interessanterweise nicht nur nach einem Championatserfolg, sondern grundsätzlich nach jedem Erfolg oder auch wenn der Erfolg vielleicht nicht mehr so groß, war, aber vielleicht war es auch mal ein Misserfolg. Aber auch den begehen wir positiv zusammen und sprechen drüber und genießen. Zum Beispiel hier bei eurem Lieblingsitaliener. So ist es. Bist du ein Mann, der gut trösten kann? Du hast es gerade angesprochen, es klappt ja nicht immer. Doch, ich glaube, dass ich das relativ gut kann. Stimmt das, Kana? Nee. Entschuldigung, aber also ich bin sehr emotional, muss ich sagen. Also nicht, dass ich jetzt ausflippe, sondern ich gehe eher ein bisschen zu sehr in mich. Und wenn mal irgendwas nicht so gut läuft, dann bin ich erstmal ein bisschen traurig und muss vielleicht auch mal einen Moment alleine sein. Und manchmal brauche ich halt 10 Minuten dafür. Und er klingt sofort ein und versucht mich aufzubauen. Und manchmal klappt das nicht ganz so gut, aber dieser Optimismus, den er hat, das stimmt. Das ist einfach was, was mich dann nach den ersten 10 Minuten. Minute 11. Ja, relativ schnell einholt und auch mitnimmt und mich dann auch wieder einfach Krönchen richten und weiter geht's. Jetzt ist schon ein paar Mal von euch beiden ein Name gefallen: Gabriele Kippert. Sie ist die Besitzerin von Showy. Showy ist für dich ein, darf ich das sagen, mega spezielles Herzenspferd. Absolut. Das kann man nicht, also man kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, was er mir bedeutet. Das ist schon ein besonderes Pferd, 3-jährig, 3,5-jährig gekommen, den gesamten Weg mit mir zusammengegangen. Das ist einfach ein ganz besonderes Herzenspferd, was mir über die Jungpferdeprüfung, über die Championate ganz, ganz viel Reiten auch beigebracht hat, beziehungsweise mich sehr inspiriert und geprägt hat. Jetzt darf ich einmal nachhaken. Was genau, gib uns ein Beispiel, hat er dir beigebracht? Ja, er hat mir zum Beispiel beigebracht, dass man an sich glauben sollte. Ich glaube, das haben wir uns gegenseitig beigebracht, weil ich bin ja eigentlich eher so von meinem Typ ein zurückhaltender Mensch. Bin aber selbstsicher, wenn ich weiß, dass ich gut vorbereitet bin, auch für ein Championat, für eine Aufgabe, dann kann ich das auch, glaube ich, genießen. Und das habe ich ihm, glaube ich, ein bisschen beigebracht, dass er unheimlich stolz auf sich sein kann. Und er hat sich ja, wie du weißt, hat er immer so ein bisschen sein Licht unter den Scheffel gestellt am Anfang und gar nicht so gezeigt, wie toll er eigentlich ist. Und dann fing er irgendwann an, über sich hinaus zu wachsen. Und dieses Miteinander aus sich rausgehen, das habe ich ihm beigebracht und er mir irgendwie auch. Ich glaube, da habt ihr einen guten Job gemacht. Im Hintergrund mit diesem starken Mann an der Seite mit deiner inzwischen auch sehr guten Freundin Gabi Kippert. Du hast es schon so schön gesagt, es geht eben nur um Team. Na hallo ihr drei, hallo Gabi. Hallo Kim. Na, bist bei deinem Liebling zu Besuch? Ja, bei meinen Lieblingen. Genau so ist es, hast du recht. Hier jetzt Showy. Ja. Gabi, Doro ist so schön beschäftigt da hinten. Du arbeitest ja schon sehr lange mit ihr zusammen. Ich mache Arbeiten im Tüttelchen, weil ihr seid viel mehr als Pferdebesitzerin und Reiterin. Ihr seid richtig dicke Freunde. Es sind 20 Jahre alt. 20 Jahre, okay. Sag mir einmal, 20. Wahnsinn, genau. 20 Jahre mit Doro. Was bedeutet das für dich? Was haben diese 20 Jahre dir gegeben? Was macht Doro für dich aus? Es hat sich eine schöne Freundschaft entwickelt. Wir sehen uns häufig, mindestens einmal die Woche. Wie bist du überhaupt auf Doro gekommen? Also ich reite ja schon ewig, schon als kleines Kind. Und dann bin ich irgendwann nach Hessen gekommen, 62. Und da war eine Freundin, mit der habe ich mir ein Pferd geteilt. Und irgendwann hatten wir keinen mehr.
Und dann haben wir gesucht und gesucht. Und dann hat sie gesagt, wir können mal zu Dorothee Schneider fahren. Das ist so eine ehrliche, die berät einen gut. Vielleicht hat die irgendeinen. Und dann sind wir hergefahren, dann habe ich mich auf ein Pferd gesetzt und es war nicht so toll, aber ich kam halbwegs zurecht. Und dann hat sie gesagt, den sollten Sie besser nicht kaufen. Und das hat mir so imponiert, weil da ging es ja auch um Geld. Ja. Jeder andere hätte gesagt, oh, passt toll und das kriegen wir schon hin und ich gebe Ihnen Unterricht und so. Und das war eigentlich so einer der ausschlaggebenden Punkte, also der Grund für dieses Vertrauen auch. Sehr gut. Vielen Dank. So, das war schon Folge 1 hier zu Gast bei Dorothee Schneider auf dem Gestüt St. Stephan. Ich glaube, wir haben schon viel erfahren über sehr schick, beim Italiener sehr lecker, sehr romantisch, mit viel Liebe, mit ihrem Ehemann Jobst im Hintergrund, mit der tollen Freundin Gabi Kippert. Und ich sage euch was, nächste Mal wird auch sehr spannend. Ich freue mich drauf und tschüss.